Ja, worum geht es in diesem Beschlussantrag? In diesem Beschlussantrag geht es um die Errichtung eines Gesamttiroler Skigebiets, Kanatal-Langtaufers. Dadurch würde Tirol wieder ein Stück näher zusammenrücken. Dabei setzt die Südtiroler Freiheit folgende Prioritäten. Also erstens, die Südtiroler Freiheit unterstützt Projekte, die eben die Tiroler Landesteile wieder enger zusammenführen. Und zum Zweiten, diese Projekte müssen einfach umweltschonend sein. Das heißt, der Eingriff in die Natur muss vertretbar sein. Nicht nur Langtaufers soll damit einen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren und damit die Abwanderung gestoppt werden, sondern das gesamte Finchker Oberland würde davon profitieren. Die Idee ist ja nicht neu. Seit 28 Jahren ist der Anschluss an das Skigebiet Maaseben, Langtaufers und Kaunertal immer wieder ein Thema. So hat am 18. Mai 2012 die Firma Leitner in der Gemeinde Graun diesbezüglich eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. Diese Studie sah eine Seilbahn von der Talstation des kleinen Skigebiets Maaseben hinauf Richtung Mellager Tal, Mittelstation, und dann hinauf zum Karlisjoch mit der Karlisjochbahn zu verbinden, eben, also eine Länge von ca. 7 Kilometern. Zuletzt hat dann der Innsbrucker Investor Hans Rubatscher, Chef der Pitztal- und Kanataler Gletscherbahnen, sein Interesse an einem Zusammenschluss eben im Kanatal-Langtaufers bekundet. Außerdem würde er dem Wunsch der Rhön-Region nachkommen, auch das Skigebiet Heideralm finanziell zu unterstützen. Also Rubatscher richtete am 13. Juni 2013 ein entsprechendes Konzept und Angebot an die Gemeinde Graun. Ja, welche Vorteile ergeben sich aus diesem Projekt? Also es wäre ein weiterer Schritt eben zum Zusammenwachsen der Tiroler Landesteile im Sinne der Europaregion Tirol. Und dieses gemeinsame Skigebiet würde einen wichtigen touristischen bzw. wirtschaftlichen Impuls gerade eben für das strukturschwache Gebiet wie das Langtaufertal und die gesamte Rhön-Region bedeuten. Langfristig müssen wir eben schauen, dass die Saison verlängert würde. Man darf nicht nur den Winter sehen, mit einer Saisonverlängerung würden neue Gästeschichten angesprochen. Dann Arbeitsplätze würden natürlich geschaffen. Der internationale Wettbewerbeeffekt wäre sehr hoch. Das Skigebiet Maaseben kann weiter bestehen. Abgerundet würde das gesamte Projekt natürlich, wenn der von der Südtiroler Freiheit geforderte Anschluss der Finchker Bahn an Landeck verwirklicht würde. Damit wären die Skigebiete im oberen Finchgau auch umweltfreundlich mit der Bahn erreichbar.